Hallo und herzlich willkommen hier bei mir beim Opa Gamer mit einer weiteren Folge Captain of Industries. Und es geht weiter mit der Automatisierung und der Logistik. Ja, Logistik, genau. So langsam aber sicher weiß ich, worauf sie ankommt, glaube ich zumindest. Und wir werden sehen. Es ist noch ein weiter Weg, aber ich werde ihn gehen. Ja, die Profis wissen natürlich besser als ich, wie das funktioniert. Aber ich bin sicher, ich werde das auch noch herausfinden. So. Okay, lassen wir mal laufen. Mir geht es jetzt in erster Linie mal darum, wieder diese Teile hier herzustellen. Und hier haben wir sehr wenig, diese Konstruktionsteile. Wenn wir mal irgendwann Fahrzeuge brauchen, könnte das eng werden. So, wir bauen. Was bauen wir denn? Hier bauen wir Konstruktionsteile. Es fehlt Matz. Was fehlen denn? Beton fehlt. So, also, wir müssen gucken, dass wir Beton herbekommen. Genau. Wasser. Wir haben hier Flüssigkeitsspeicher. Ja, genau. Wasser kommt hier rein. Entschuldigung. Genau. So, zerkleinerte Schlacke habe ich als Priorität 2, falls der Kies mal ausgeht. Da war nämlich noch die Frage, warum ich das mache. Ja, genau deshalb. Wenn der Kies mal aus irgendwelchen Gründen ausgeht, kann er zerkleinerte Schlacke benutzen. Zerkleinerte Schlacke muss man natürlich auch erstmal haben, ne? Könnte ich auch hier als Option anhaken, Priorität. Damit die wissen, wohin. Ausgabe voll, ja. Gut, Betonplatten laufen schon. Ich muss jetzt nur mal gucken, ob ich mir die Arbeit mache und die hier reinleite. Ne? Hier rein, besser gesagt. Ihr bräucht nämlich hier Beton. Wäre eine Idee. Ist aber auch relativ weite Entfernung. Brauchen wir sehr viel von denen. Andererseits wäre es natürlich eine Erleichterung, ne? Denn hier fehlt tatsächlich Beton. Warum fehlt hier Beton? Habe ich die LKWs? Ach, ich muss mal gucken. Die habe ich irgendwo priorisiert, was nicht so gut ist, ne? Ja, die zwei sind voll. Warum auch immer. Brecher, Schlacke. Ach, der ist auch voll. Der macht dieses. Jo. Da wäre es ja zu überlegen, hier ein neues Betonwerk zu bauen. Da könnte er aus der Schlacke. Lass mal überlegen. Schlacke und Zement. Da muss ich den Zement wieder hier hinfahren. Das ist auch Kalkstein und Kohle. Was haben wir hier noch drin? Kalkstein haben wir hier. Das heißt, ich könnte auch hier Beton machen. Wäre vielleicht gar nicht so übel, ne? Kalkstein und Kohle ergibt Zement und kommt aus der Pumpe. Das ist Strom, das ist Gummi und Öl. Ausgleichsbehälter, ja. Es hängt halt alles irgendwie zusammen, ne? Den habe ich gesucht. So, Zement und zerkleinerte Schlacke und Wasser.
So, Wasser haben wir hier. Könnte ich mir hier noch weiterziehen, dass ich vielleicht doch. Aber ich mache das jetzt einfach mal. Ich ziehe mal hier eine Linie rüber für Beton. Das so. Würde ich sagen, ne? Ah, kriege ich die angeschlossen? Nee, 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 nee. Das geht nicht. Ich muss ja hier schon eine Verbindung bekommen, ne? Wie komme ich nochmal runter? Mit Q. Das wird auch nicht funktionieren, glaube ich. Es ist zu hoch, ne? Geht nicht. Nein, nein, nein. Weg. So, nochmal. Inkompatible Anschluss am Anfang. Ach so, ja, gut. Boah, der muss hier hin. Das ist eine ganz schöne Strecke. So, ich glaube, dass ich nachher von hier dann runterkomme, ne? So, wo sind wir? 1, 2, 3. Noch 3 rüber. 3 und dann. So. Kostet mich zwar eine Stange Geld oder beziehungsweise Konstruktionsteile. Aber wir brauchen das nun mal. So, kann ich jetzt mal gucken. Hier könnte ich ja dann auch noch mit Beton reingehen. Da hätten wir hier nämlich alles angeschlossen. Geht das? Sieht gut aus, ne? Ja. So, dann sollen die das hier mal bauen. Und da haben wir den Beton hier schon mal dran. Genau, wir brauchen nämlich ein Lager für Konstruktion. Hier, das läuft durch. Es ist nur, falls das mal irgendwie voll läuft. Elektronik haben wir auch irgendwo laufen. Ich weiß noch nicht mehr wo. Hier laufen, ja, wie gesagt, nur Konstruktionsteile. Wo hatte ich denn die Elektronik? Ich glaube, die hatte ich. Habe ich die gecancelt? Nein. Hier läuft Elektronik. Ah, genau. Gummi und Kupfer. Kupferplatten haben wir noch auf Lager, aber sollten wir jetzt. Ach so, das war der, das, was ich hier machen wollte. Ne? Da war ich, hatte ich ja angefangen. So. Kupfer
und geschmolzenes Kupfer. Das war der Plan. Und hier rein müssen dann, hier sollen rauskommen Kupferplatten. Und die müssen hier rein und der macht daraus Kupfer. Richtiges Kupferplatten, richtige Kupferplatten. Und der verarbeitet die Kupferplatten zur Elektronik. So, jetzt haben wir sauer. Das läuft wieder. Dann machen wir hier Platten. Gehen wir bis hier hin und gehen auch wieder hoch. Geht noch einmal, ja. In der Hoffnung, dass ich hier rankomme aus der Entfernung. Scheint zu funktionieren. So. Die können drunter durchfahren. Und hier muss rein Wasser. Wasser haben wir doch auch hier irgendwo. Was ist Abgas? Ne, Wasser haben wir hier keins. Na ja, gut. Schlimmstenfalls könnte ich hier noch so ein Wasserreservoir aufstellen. Für der jetzt eine Leitung zu legen, ist mir doch ein bisschen viel. Kein Papierablass, um Produkte zu verkippen. Warte mal, warte mal, warte mal. Wo ist denn unser Verkippungsplatz, unser großer? Ist der jetzt schon wieder voll oder was? Sieht aber doch aus, als könnte man hier kein gültiges Ziel. Was fährt der? Steine. Und der? Erde. Auch kein gültiges Ziel. Ja, ich brauche nur einen Platz, wo die das Zeug abladen können. Ah, Stein, aber die Erde muss irgendwo hin. Komm, da verkippt die Erde da, aber das bringt auch nichts, weil der hat, was hat denn der dran? Drin. Abfall. Abfall soll er doch verkippen. Also, nee, Moment, 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 Moment. Moment, jetzt bin ich. Hier ist doch noch eigentlich alles. So, dann gehen wir mal ab hier. Irgendwo habe ich einen Fehler in meinem Denkprozess.
Einen kleinen Moment. So. Ich musste die Rampe hier aber etwas größer machen, wie es aussieht. Weil der das hier sonst nicht so verkippt, wie ich das will. Also glaube ich zumindest. Ah, stopp. War das hier schon falsch? So. Keine Ahnung. Soll er das mal machen? Mal gucken, was passiert. Aber das scheint jetzt wieder zu laufen. So, was fährt er jetzt dahin? Abfall. So soll das sein. So, was habt ihr geladen? Eisenerz. Und ihr könnt nichts damit anfangen. Ja, da muss ich jetzt tätig werden. Wo mir Kupfer lieber wäre. Kupfer habe ich doch auch irgendwo abgebaut. Achso, ich sollte hier wieder das wegmachen, ne? Damit er mir das Loch hier nicht wieder zumacht. Ach, der macht Kohle, so war das ja. Ah, Kupfer war hier in der Ecke. Moment, hier ist Kalk. Hier war Kupfer. Kupfererz, genau. Entschuldigung. Kupfererz habe ich ja gesagt. Machen wir hier. Muss ich dem nur noch sagen. Ausgabe voll. Aha. Ja, dem fehlt die Rinne. Da fehlt die Rinne für Schmelze. Dann bau die mal und hier fehlt die flaches Förderband, ja. So, da macht der Platten. Ja, der macht aus dem unreinen Kupfer. So, der produziert unreines Kupfer und der macht aus dem unreinen Kupfer, macht der. In Verbindung mit Wasser, da sollten wir vielleicht noch gucken, dass wir hier Wasser hinbekommen. Sollte ich vielleicht noch einen zweiten. Je nachdem, was hier noch dazu kommt, hier hätten wir ja noch Platz zum Bauen. Da könnten wir hier vielleicht einen zweiten Wassersammler hinmachen. Wie wär's denn mit einer Grundwasserpumpe? Die läuft mit Strom. Kann man hier eigentlich auch einen. Dient das auch als Speicher? Nee, ne? Ach so, der muss hier hin. Ah, verstehe. Verstehe. Ja, das wäre dann was für die bewässerten Felder. Ja, ne? Komm, ich baue hier so ein Ding hin. Beim nächsten Regen, der gerade läuft. Setzen wir es etwas so.
Was braucht der? Holz und, naja, oh es geht ja. Und dann machen wir hier wieder eine Rohrleitung. Moment, haben wir für Wasser eigentlich auch Wasserspeicher? Ja, würde ich schon gerne machen. Das ist jetzt alles wieder sehr eng, aber ich will aber auch andererseits nicht so viel Geld ausgeben für die Röhre. So, da gehen wir hier. Das war nix. Jetzt. Okay. Gut. Was machen denn unsere Arbeiter? 57 Arbeiter, 210 Einwohner. Wieso haben wir so wenig Arbeiter? Nichts los im Laden oder was? Gut. Sollen sie das hier mal bauen? Betonplatte. Warum gibt es hier keinen Beton mehr? Was fehlt? Einfach so, ach, der produziert. Ja, oder ja, logisch, 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 logisch. Der fehlende Materialien, Eisen. Eisen, wieso fehlen da Eisenplatten? Hallo? Da laufen die Platten. Gut, hier ist Ausgabe voll. Hier laufen keine Eisenplatten. Da habe ich irgendwo einen Fehler. Kein Fehler, hier ist kein Matz. Hier sind keine Matz mehr drin. Was fehlt denn hier? Eisenerz, Ausgabe voll. Ausgabe voll, hallo? Ach, die Schlacke. Die Schlacke ist das Problem. Aus der Schlacke macht der Zement und hier habe ich nicht mehr weitergebaut, habe vergessen weiterzubauen. Okay. Das ist natürlich ganz schlecht. Dann baut der ja keine Konstruktionsteile mehr. Die Schlacke. Was mache ich denn mit der Schlacke? Ich wollte hier ein Betonwerk hinbauen. Das war irgendwie, bin ich davon abgekommen, ne? Beton. Beton war nochmal hier. Also, wir könnten machen aus Zement und Schlacke und Wasser können wir Betonplatten machen. So, Schlacke kriegen wir hier. Wasser wieder das Problem, ne? Also noch ein Wassersammler bauen, extra nur dafür. Ich könnte den noch mal so setzen. Obwohl ich ja jetzt Beton von hier bekomme, ist alles so, alles nicht so gut. Andererseits muss die Schlacke ja irgendwo hin. Weiteres Betonwerk. Hier haben wir noch Kalk rumliegen.
Mach's mal so. Vielleicht kommen da noch weitere Linien hin. Da brauchen wir mit Sicherheit noch mal Beton dazu. Bau das mal dahin. So. Und dann ein. Was kommt hier raus? Genau. Zu kurz. So. Der soll dann machen aus Zement und Schlacke und Wasser Betonplatten. So, wie kriegen wir nochmal Zement? Oh Gott. Naja, das hier ist alles nicht gut, was ich hier mache. Kackstein und Kohle. Zement und Abgase. Der kommt nicht hinterher, ne? Ja. Da haben wir genug drin. Ausgabe voll. Also, ich würde hier besser ein zweites. Einen zweiten hinsetzen, ne? Zweites Betonwerk, ne? Weil der ist offensichtlich zu langsam, der hier. Ja, hier haben wir ja ziemlich alles, ne? So, einen Moment, die Rohrleitung, das geht doch von hier. Nach da haben wir schon mal Wasser. So, der schiebt Zement darin. Gieß beziehungsweise zerkleinerte Schlacke, ja, okay. Wasserhammer, Kies. Achso, Kies kriegen wir hier. Ausgabe voll, ja. Also, ja, genau. Da muss ich hier gucken, dass ich hier eine Abzweigung an den Kies bekomme und hier eine Abzweigung an die. An das Zement. Ja. Habe ich hier eine falsche? Nee. Ich habe hier eine falsche Rinne dran, ne? Jo. Das hier kann ja nicht funktionieren. Mal ab da. Ah, ja, Opa. Muss auch gucken, das ist für Zement. Geht das jetzt schon? Ja, ich kann mal hier nicht mehr hochgehen. Ne? Das bringt mir nichts. Ja, stopp, 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 stopp. Oder? Das war natürlich richtig doof. Okay. Ja, für Kies brauche ich eine Rinne.
Also nicht eine Rinne, ein U-förmiges Bauwerk. Ja, genau. Krieg ich das hier angeschlossen? Nee, ne? Geht das überhaupt? Ja. Ah, von hier aus geht's. Ist nur der Schornstein im Weg. Guck mal, der macht das automatisch. Gehen wir hier rein. Und dann gehen wir hier mit dem der LKW da ran. Ah, stopp, das hier machen wir. Wieder weg. Ich sollte mal hier den Planungsmodus einschalten. Irgendwas ist hier noch falsch. So. Ist hier wieder falsch angeschlossen, ne? Zement wird hier schön dargestellt, ne? So, der Kies fließt. Zement geht rein. Aber warum ist hier so wenig Kies drin? Oh, extrem ausgelastet sind meine LKWs. Warum das denn jetzt plötzlich? Sieben sind untätig. Warum? Achso, die haben kein ganz Holz nicht liefern. Ja, okay. Ah, jetzt geht's wieder. Ja, es läuft schon Beton, aber es läuft langsam, ne? Und hier läuft noch gar nichts. Warum nicht? Ah, ich muss das auch einschalten. Aua. Zement, Kies, Wasser. Zement, Kies, Wasser. Ja, Kies muss ich reinfummeln. Kies habe ich, Zement habe ich keinen. Zement kann ich ja auch hier dann mit anschließen. Ja, ist ja gut. Ich muss erstmal. Irgendwas ist da falsch.
Irgendwas ist hier falsch. Ah, da saß irgendein Teil noch vom Dingens, ne? Ja. Okay, verstanden. Hochofen benötigt eine Vorderstrecke. Habe ich das nicht schon gemacht? Ne. So, das läuft ja, nur es läuft halt langsam, ne? Das ist halt ein Langsamläufer. Gut. Beton, genau. Kalkstein, Kohle, Kalkstein, Kohle, Gestein, Gestein macht Kies, warum ist das hier rot? Ach so, weil der voll, der Ausgabe voll ist mit Schlacker. Alternativ. Alternativ, Zement, Schlacke, Wasser. Komm, dann, falls dann mal irgendwas ausgeht, kann er ja aus der Schlacke von mir aus das machen. Gestein kriegen wir eigentlich genug, da kann das hier. Ah. Da gab es ein Problem. Haben wir gelöst. Hier haben wir das Gleiche, ne? Oder? Was haben wir hier für ein Problem? Stützmauern freigeschaltet, neue Forschung. Achso, ich brauche immer noch das. Warum ist das hier rot? Kalkstein und Kohle gibt Zement. Kalkstein und Kohle. Hier drin ist Gestein, das ist gut. Was heißt das Rote hier? Wartung 100%. Zement. Auslastung 0. Zement ist ein Ausrufezeichen. Was bedeutet das? Weiß ich nicht, aber irgendwie läuft es ja trotzdem, ne? Achso, jetzt habe ich das wieder abgewählt, Depp.
Zement ist. Okay. Oh, wir haben schon wieder 40 Minuten. Okay, ich beende mal. Ich muss das jetzt herausfinden. Hochofen benötigt eine Förderstrecke um Abgas. Ah, okay, das machen wir noch kurz. Abgas. Abgas. So, und die Schlacke muss auch irgendwo hin, ne? Sonst läuft hier gar nichts. Okay, gut. Ich muss hier noch ein bisschen arbeiten. Ich muss hier noch ein bisschen. Es ist noch nicht alles so perfekt, wie ich das gerne hätte, ne? Deshalb bedanke ich mich fürs Zugucken. Und wünsche euch einen guten Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Opa-Kämmer. Wenn es euch gefallen hat, natürlich sehr gerne ein Abo oder ein Däumchen. Und auch gerne einen Kommentar. Ich freue mich immer drauf. Bis dann. Ciao.